Hallo und herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Und es ist gerade sehr schwierig, eine ordentliche Kameraperspektive zu finden, wenn er hockt. Das ist so. Ja. Wir sind in Part 2 angekommen. Müssen jetzt da oben hin, um Boozer vor den Rippern zu retten. Und ich habe gerade zwischendurch nochmal gespeichert und gesehen, der letzte Speicher... Ja, der letzte Speicherstand. Oh, Scheiße. Ripper. Ja, der letzte Speicherstand ist aus dem November, aus dem November 2019 gewesen. Na, also schon ein bisschen her. Ist ja noch das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe tatsächlich. Den habe ich jetzt mal ganz frech einfach überspeichert. Gut. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir. Ihr scheiß Arschlöcher. Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Von den Weg, Bruder, den Weg. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab! Mich! Deckung. Geh hinter etwas in Deckung, indem du dich daneben duckst. Drücke Kreis, um dich zu ducken oder aufzustehen. Und ja. Schulterwechsel. So. Wir beenden das jetzt einfach. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! Greif ihn an! Ja, Arschlöcher, kommt schon! So, gibt's auch Ripper-Ohren? Boozer, ich töte sie alle. Boozer, komm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße! Komm, ich helf dir hoch. Schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Scheiß, wir müssen weg, Mann. Aha. Wenn sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kamen. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los. Und das, was wir da gerade gesehen haben, erstmal die Ripper und das andere Horden, die werden auch noch sehr, sehr spaßig. Und überhaupt nicht schwierig und nervig und ja. Ja, die Gefundenen oder auch die Ripper. Irgendwie, ja, in der größten Not bilden sich halt auch sehr fragwürdige Organisationen. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es, da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Nero-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Warte, Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da! Nein, 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 ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Ah,
Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. So, er ist mein Bruder. Ach genau, ah, oh Gott, stimmt. Die Armbrust. Und wieder mal kommt die, kommt der Vergleich in mir hoch. Deacon. Verdammt, Boozer. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Mhm. Ich muss was für seinen Arm finden. Genau, wieder mal kommt in mir. Ja, meine Güte. Wieder mal kommt in mir der Vergleich hoch. Deacon ist ziemlich nah an, ja, wie hieß er nochmal aus The Walking Dead? Verdammt, Daryl, genau. Sehr nah an Daryl dran. Aber gut, Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie sinken auf dem Weg zu ihrem Ziel immer mehr zu Boden. Wenn du auf etwas weit Entferntes schießt, solltest du höher zielen, damit der Bolzen auch sein Ziel erreicht. Wir können mal üben, gerade. Weil das hier sollte ich noch relativ zielgenau treffen, genau. Wenn ich jetzt da hinten hin ziele. Auch noch. Ja, gut. Ich bin gerade unsicher, auf welcher Entfernung das nochmal genau wichtig wurde. Aber gut. Hier haben wir halt unseren Save Point. Und das Bike müssen wir hier draußen stehen lassen. Ich hätte es jetzt noch gerne reingeschoben, ehrlich gesagt. Aber ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Was zum Teufel? Boozer, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Jo. Also Armbrust hat doch ganz gut funktioniert. Da stehen noch die anderen. Man sieht sie schon. Okay, Verband voll. Räume das Plünderercamp. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit analog oben. Digital oben. Und drücke R2, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegungen leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe an. Okay. Dafür waren die Bäume jetzt da, ne? Die konnte man jetzt nämlich mitnehmen, glaube ich. Genau. Okay, irgendwie fehlt mir gerade der fünfte noch. Irgendwie fehlt mir gerade noch der letzte hier. Und ich habe keine Bolzen mehr. Doch, ein Bolzen habe ich noch. Okay. Oh,
Kacke! Wir wollen ja nichts tun, Drifter! Wir waren auch... Ich bin getroffen! Was zum Teufel! Komm schon! Feuer! Feuer! Ha! Ja, und ich habe echt nur noch die. Er läuft da nur rum. Er hat sie erwischt. Ja, kannst du mal sehen. Penner. Alter, hau doch zu. Das war der letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Alter. Use, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas zum Einsammeln vielleicht? Da ist noch was. Ey, wenn der jetzt draufgegangen wäre, ne? Also wirklich, wenn der jetzt draufgegangen wäre, obwohl er eigentlich nur hätte zuschlagen müssen. Ah, verdammte Freaker. So, und ich kann jetzt hier welche herstellen, genau. Nice. So, sind jetzt so ein bisschen viele. Aber ich hätte zumindest gern noch die Ohren. Wo die nächste Parallele zu Daryl kommt, denn der hat ja... ich weiß gar nicht, The Walking Dead Staffel 2? Ich glaube in Staffel 2 oder 3 angefangen. Oder mal kurzzeitig zumindest Ohren gesammelt. Oh Scheiße. Weg, weg. Lauf. Lauf. Aha. Das ist ja richtig gut gerade. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Komm, du weißt nicht, wo ich bin. Du kannst einfach nicht wissen, wo ich bin. Komm, geh weg. Da kann ich nicht drüber, natürlich nicht. Und ich weiß nicht, ob wir unbedingt Skyrimmen sollten. Sollten wir nicht. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Puh. Ja, genau so ist gut. Einfach weg von mir gehen. Ja,
Ja, geh schon. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Ist auch nicht mehr weit. Genau hier haben wir es abgestellt. Oder auch nicht. Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey, du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt! Ich hab das Gefühl, wir sollten jetzt den vielleicht nicht erschießen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein, Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Wir müssen dringend mehr Sport machen, Deacon. Das geht ja gar nicht. Aber wir sind auch schon da. Fast. Ja, und ich bin's, Deacon. Lasst mich rein. Hey, John, bist du da? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Manny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Uh-oh. Sag mir jetzt nicht, das ist unseres. Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du. Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen. Für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert. Und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Aber mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Kann ich die Knarre haben? War ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz. Die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es.
Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deek. Oh, Leon. Tuck sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deek. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deek. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Korb. Oh, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Ja, und so ist man auf einmal wieder Geschäftspartner, auch wenn man es gar nicht sein will. So. Auch hier möchte ich wieder die tolle Wegführung loben. Ja, immer bis zur nächsten Weggabelung. Da hat man überhaupt gar keine Möglichkeit, sich zu verirren. Ich liebe es. Richtig, richtig schön. So, Manny. Was willst du hier? Deek, Deek. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Deek, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Sorry, Deek. Drifter in den Bergen. Genau, wir sammeln hier auch nämlich Vertrauen und Camp-Punkte und sonstiges. So, Ziel. Busa und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. Manny, lass mich einfach nachsehen. So, und ein neuer Fertigkeitspunkt. Den würde ich ganz gerne eigentlich in... Eigentlich ganz gerne in Ausdauer stecken, wenn ich es irgendwie machen kann. Okay. Ja, hier. Nehmen wir erstmal die Pflanzen mit. Falkenauge gemeistert. Genau, Pflanzen auf der Minimap. Bedeutet, wir sehen ein bisschen mehr. Scheiße, das ist doch kein Gottverdammt. Driften. Tippe Kreis an, während du mit R2 beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitiges Drehen und Driften kann sehr nützlich sein, um Kurven schneller zu überwinden. Du hast dein Bike verloren. Entweder auf dem Grund eines Sees, irgendwo in einer Schlucht oder in den Weiten der Farewell-Wildnis. Wenn du noch in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an einem nahen Ort bergen. Bike. Rosa, bist du da? Ja, Deek. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt, sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Busa, nein, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades, du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube,
Ich glaube, ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Mhm. Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. So, erstmal ein bisschen aufräumen hier. Und was hier auch noch ganz wichtig ist, erstmal ein paar neue Bolzen machen vielleicht. Was hier auch noch ganz wichtig ist, den Fehler werde ich so schnell erstmal nicht nochmal machen. Hier diese Lautsprecher abmontieren, weil uns die nämlich richtig in Bedrängnis bringen könnten. Alles klar. Denn an diesen Kontrollpunkten müssen wir den Strom immer erstmal wieder einschalten. Und wenn man den Strom einschaltet, gehen halt auch diese Dinger wieder an. Und warum bist du nicht sofort tot? Nein, hier nicht. Bingo, da ist er. Was? Achso. Genau. Finde Benzin für den Generator. Benzin schon gesehen. Ich versuche jetzt natürlich nur so vorsichtig wie möglich hier noch zu sein. Ich glaube, da oben ist noch ein... Oder? Nee. Okay. Der ist irgendwie schon ab. Genau das, was wir brauchen. Und das ist ein Typ, den wir nicht unbedingt brauchen gerade. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Na los, du Scheißding, spreng schon an! Ja. Nice. Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Tür kann auch ruhig wieder zu, übrigens, ne? Also, danke. Weil das hier sind quasi so Safe Spots. Okay, wir werden einmal healen. Können das dann trotzdem nicht mitnehmen. Weil wir nämlich noch zum Beispiel Mollys machen können. So, fürs Healing immer ganz viel mitnehmen. So, und dann kann man auch schon wieder... Sachen mitnehmen. Na, also hier kommen die normalerweise nicht rein. Sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Oh, hallo. Ein Nero-Injektor. Nero-Injektoren findest du in Neros mobilen medizinischen Einheiten in Nero-Kontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration erhöhen. Das? Stimmt, das war das. Ja, dann. Sieht aus wie ein Injektor oder so. Besser leben mit Chemie. Hm, warum eigentlich nicht?
So, und es gibt auch immer schöne Memos. Unsere Einheit ist bereit zum Abzug. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen war Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte fallen. Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Nein, halt! Nein, ihr habt noch nichts getan. Du hättest mit deinen Freunden abhauen sollen. Willkommen in meiner Welt, du dämlicher Schwachkopf. Genau, es gibt immer nochmal Waffenschränke und man kann hier auch die Nacht verbringen. Benutze eine Pritsche an sicheren Orten wie Bunkern oder dem Versteck, um zu schlafen und die Zeit voranschreiten zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierungen können je nach Tageszeit anders angegangen werden. Außerdem kannst du deinen Fortschritt in der Nähe einer Pritsche speichern. Ich mach mir kurz ein Nickerchen. Ja, tu das. Ist nämlich immer ganz gut, denn die Zombies sind tatsächlich nachtaktiv. Die Freaks meine ich natürlich. Was bedeutet, dass wir jetzt am Tage dann ein bisschen mehr Ruhe haben. Das wird uns aber, glaube ich, später nochmal erklärt werden. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Türen immer zu. Ne, denn wie gesagt, die kommen halt nicht da rein. Da kannst du machen, was du willst. Also, da kann hier gerade eine Horde durchrennen. Du kannst einfach da rein. Und sobald die Tür zu ist, kommt halt auch keiner von denen mehr irgendwo rein. Von daher... Usa, alles safe. Bist du da? Usa, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Okay. Spiel beim Bike speichern. Drücke und halte Dreieck, um bei deinem Bike schnell zu speichern. Im Kampf oder während einer Mission ist diese Funktion gesperrt. Okay, aber irgendwie... Achso, weil wir gerade in der Mission sind. Verstehe. Na dann, let's go! St. John, hier spricht Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Die den Saft abzubringen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden. Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Ende. Und eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten mitgenommen. Pass auf dich auf. Nice. Scheiße, Cope. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Cope Ende. Fürs rechtzeitig Bescheid sagen vor allem. So, lieber ein bisschen außerhalb. Achso, Quatsch. Jetzt sind wir erstmal zu Hause. So, das heißt jetzt erstmal zu Boozer nach oben. Hey Boozer, ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh, shit. Boozer! Hey! Ja. Wow, wow, wow! Oh, shit! Scheiße, Deke! Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein. Oh, nein. Lass mich mal den Arm ansehen. Alles ja, gut! Gut! Fuck. Hey, Deke! Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Die haben sich verpisst. Ist doch eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort hier, um uns aus dieser Folge zu verabschieden.
Mache das Hinterhaltscamp beim Kaskade oder beim Cascade-Funkturm ausfindig. In 399 Metern, ich glaube, ich sehe den Funkturm auch schon. Da geht's dann beim nächsten Mal hin und wir räumen dann so ein bisschen das Camp aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ciao.